Hallo? Hallo, 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 weiter geht's mit Clash Royale. Willkommen da, ich bin der Lars. Ich grüße euch ganz herzlich zu einem weiteren Video hier im wunderbaren Stream tatsächlich gerade. Wir nehmen das Ganze hier im Livestream auf, live mit tausend von Leuten. Es schauen gerade so viele Leute zu, dass das Internet fast tot ist. So viele sind hier gerade da. Nee, heute wieder eine lustige kleine Folge Clash Royale mit euch zusammen. Ich habe ganz viele Kisten hier. 1, 2, 3, 4. Vier Stück an der Zahl. Gratis-Truhen am Start und die Kronentruhe noch. 2228 wunderbare Pokale am Start. Ihr habt viele, viele Decks reingeschrieben, die ich richtig cool finde, die ich mir nochmal alle anschauen werde. Richtig geile Schlagsahne auf jeden Fall davon. Respekt an euch, coole Decks und ich werde alle nochmal durchtesten. Bloß ich brauche ein bisschen Zeit, um die mal zu testen, damit ich die auf jeden Fall hier vernünftig vorstellen kann. Deswegen könnt ihr euch weiter reinschreiben in die Kommentare. Decks, die cool sind, einfach reinschreiben, passt. Ich werde sie abchecken. Wie sieht's denn aus? Und zwar, ich werde einmal alle Kisten hier öffnen und so weiter und so fort. Informationen zum Turnier. Ich habe da so ein paar Planungen eingelegt und das Turnier wollte ich eigentlich schon so am Osterwochenende starten. Das war eigentlich so der Plan, schaffe ich aber zeitlich nicht. Da muss noch ein bisschen mehr geplant werden, dass das Turnier verschiebt sich etwas. Aber in den nächsten Wochen wird es ein kleines Clash Royale Turnier geben. Ich denke mal, ich werde das einfach auf Pokale begrenzt lassen. Oder? Ne, wir werden einfach nur randommäßig auslosen. Das wird auf jeden Fall die Information kommen, alle da können. Ist natürlich klar, dass nicht alle mitmachen können. Es schauen ja gerade tausende von Leuten immer zu. Das wird nicht möglich sein. Wir werden ein Turnier starten mit ganz bestimmten Leuten und es wird randommäßig einfach ausgelost, wer dort reinkommt. So wird es ablaufen, aber genauere Informationen dann später. Egal, ich quatsche nicht so viel rum, sondern wir starten gleich durch hier mit den ersten Kisten und am Wochenende. Ist ja Oster, ist ja langes Wochenende, Oster hier Wochenende. Karfreitag und so was alle. Deswegen werden wir natürlich uns am Wochenende wieder einiges an Kisten gönnen. Da wird es sehr, sehr große Openings geben über das Wochenende, über die Feiertage. Also seid gespannt und bleibt dabei. Los geht's mit den Kisten. Erstmal Free Chest. Erstmal die Free Chest. Hier haben wir Gold, alles klar. Hier haben wir Rakete. Rakete. Hier haben wir den Königsriesen. Und ja, noch eine Gratistruhe hier. Erstmal rausholen. Gold. Der Riese, kein Königsriese, die Lakai und das war's. Okay, weiter geht's mit einer Silbertruhe. Gold, aha. Barbaren, Bogenschützen, okay. Silbertruhe. Gold, ja. Feuerball, Ball 1 und der Königsriese. Wie gesagt, den Königsriesen bekomme ich immer. Das ist die Karte, die ich immer rausziehe in dieser Arena. Gold, Königsriese, ist halt immer da. Und Skelette. Und die goldene Truhe. Gold, Königsriese und Barbaren. Oh, Barbaren sind cool, die bekomme ich nie. Barbaren, das ist richtig geil. Und die, der Inferno Tower, sehr schön. Das Update, ist das jetzt schon draußen? Ich habe keine Ahnung, es kam doch kein Update. Also es wurde noch nichts gepatcht. 23.03. ist heute, aber der Patch, ist das schon draußen? Ich weiß es nicht, also bei der Chat gefragt, ist der Patch schon draußen, da gab es kein Update, muss ja wohl, heute ist ja der Tag, ne? Wie sieht's hier aus? Ich habe uns schon um Karten gebeten, das passt auf jeden Fall und ich würde sagen, mit unserem Deck hier, was wir haben, unser Standard-Packer-Deck und das werde ich, werde eure Decks noch durchtesten und so weiter und so fort und wenn wir natürlich ein großes Opening machen, noch mit Kisten, hoffe ich mal, dass wir den dunklen Prinz pushen, dann machen wir Prinz-Prinz-Action, habe ich Bock drauf. Wir werden sehr viele Decks ausprobieren, das ist schon draußen der Patch, alles klar. Dann müssten ja die X-Boys jetzt tot sein und die Prinzen so halb. Mal schauen, wir testen mal, was abgeht hier, Level 8 Boys am Start. So, ich habe einen Packer, ich habe keinen Elixier-Sammler. Starten wir schon mit dem Packer, unten links, können wir machen. Wir starten aber mit dem Packer. Warum? Weil ich es kann. Er startet mit einem Königsriesen. Ein Königsriese. Den kennen wir. Level 8. Aha. Level Nummer 8. Das ist natürlich ein sehr, sehr hohes Level. So. Legendary ist gedroppt. Genauso wie Doppelmage. Ich habe ja kein AOE jetzt. So. Wunderbar. Ich habe gerne noch einen Drachen hinterher. Der Packer ist down. Hier ist noch ein Drache. Wunderbar. Da kommt der Drache als Klärchen. Und jetzt werden wir durchlümmeln. Das ist die Armee, die durchläuft. Das ist der Double Mage. Das ist der Double Mage. Das ist der Päcker. Das ist der Riese. Das ist nicht der Riese, sondern der Drache. Und jetzt ist der Tower down. RIP, mein Tower. Also sein Tower, Entschuldigung. RIP. Ripperino. Wir schicken noch ein paar Kobold hinterher, weil wir es können. Jetzt schießen die Mages. Jetzt macht es Schlitz. Bumm, tot. Alles kaputt gerotzt. Ja, sehr schön. Komm. Tower, tschüss. Ach. Das Spiel ist einfach zu einfach. Nein. Entschuldigung. Ich bin abgehoben. Bumm. Nummer 1. Tower Nummer 1. Wir brauchen natürlich am besten 3 Kronen, damit wir uns hier was gönnen können. Wir müssen natürlich die Kronentruhe uns verdienen. Deswegen 10 Kronen brauchen wir. So gut es geht. Sehr schön. Ich weiß gar nicht, wie das ist jetzt seit dem Update. Kommt man da leichter höher? Wird scheinbar sowas geschrieben gerade im Chat. Deswegen kann ich mir das vorstellen, dass es wohl stimmt. So.
Das wäre ein Drache ziemlich cool oder ein Mage. Ein Drache ist, glaube ich, besser. Ein Drache wegen AoE Damage hier, da ist ziemlich viel am Start. Der Drache bumst die ganze Scheiße weg, wunderbar. Ich hätte gerne noch den anderen Mage hinterher. Da ist der zweite Mage, wunderbar. Und jetzt gehen wir auf den nächsten Scheiß hier. Mein Riesenpacker kommt nicht durch, aber Double Mage, schieß mal wieder drauf. Das ist Tower Nummer 2. Oder doch nicht, das ist wie knapp. Mit Tower Nummer 2 ist wie knapp. Aber fast. Wir haben es fast geschafft, Tower Nummer 2 zu bekommen. Aber fast. Sehr schön. So, Double Elixier, sehr schön. Zwei Elixier am Start hier, Sammler. Und wir droppen gleich wieder unseren wunderbaren jungen Freund namens Packy die Packer. Alles klar, und ich möchte natürlich noch den zweiten Tower holen. So ist der Plan. Barbaren mal hier reindroppen. Und ein Drachen, der ist immer ganz cool. Von der Seite schön reindroppen. Und ein Freeze Mage. Sehr schön. Gleich noch den anderen Mage hinterher. Und jetzt gehen wir steil auf die drei wunderbaren Kronen. Es läuft gerade, weiß nicht, gerade irgendwie kein Problem hier. Gerade auch sehr einfach. Versuche noch den Haupttower-Tür zu bekommen. Damit wir drei bekommen. Drei ist das Ziel. Drei ist the way. Los, rein da, Jungs. Go, go, go. Drache hinterher. Los, rein da. Jawohl, die laufen durch. Los, Jungs. Haut die Scheiße kaputt. Go, 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 go. Jawohl, packen wir. Sehr schön. Drei Kronen gehen wir raus. Wunderbares, schönes Game. War jetzt ein bisschen einseitig, weil ich nicht mal ansatzweise Probleme hatte gegen diesen Kollegen. Aber, ja, sorry. Kann man nicht jetzt ändern. Drei Stunden für die Truhe. Packe ich das? Wie viel haben wir's? Das ist wie knapp. Ich warte lieber auf eine 8-Stunden-Truhe, die ich dann anfange zu öffnen. Und wir haben drei Kronentruhen bekommen hier, beziehungsweise drei Kronen für die Kronentruhe so. Und sind bei 2255 Pokale. Lass mal weitermachen hier. Los. So, weiter geht's hier. Level 8er. Sehr schön. Da kommt ein 8er Boy. Der Marco Rau, 29 am Start hier. Mal schauen, was er so hat. Ich habe nie einen Elixiersammler zum Anfang. Das ist doof, weil ich immer einen Packer setzen muss. Ich will gar nicht einen Packer setzen. Irgendwie habe ich das, weiß nicht, wenn ich einen Packer zum Anfang setze ohne Elixiersammler, reicht das Elixier einfach nicht, um genug rauszuballern. Deswegen, weiß ich nicht. Das finde ich nicht ganz so geil. Er hat einen Riesenlevel Nummer 6. Level 6. Level 6. Aber er hat keinen Feuerball. So, ein Drachen auch noch hinterher. Noch ein bisschen Damage drauf. Er hat auch einen Drachen. Ich droppe noch einen Barbaren. Barbaren sag ich gerade. Noch den zweiten Mage. Das ist natürlich die Todeskombo hier. Double Mage plus Packer plus Drache ist so die Kombi, die ich immer am Start habe. So, ich halte natürlich hier mal kurz alles bereit. Da kommt ein Feuerball, der ist doof. So, die Mages laufen jetzt durch, werden aber nicht so viel Damage machen. Die sterben jetzt leider wegen dem Feuerball. Ist aber jetzt noch im Rahmen, das passt. Ja, keine Elixiersammler draußen gehabt. So, Elixiersammler gedroppt. Sehr schön. Passt schon. Passt doch alles. Er hat eine Hürde. Er hat eine Hürde am Start. Er droppt wieder einen Riesen. Ich droppe natürlich dagegen wieder einen Packer. Und diesmal wird der Riese sogar etwas weiter bei uns stehen. Das sollte auf jeden Fall passen. Wir droppen dann einmal einen Eismagier. Auch sehr schön. Und einen Drachen rein. Der schon mal den Riesen bearbeitet. So, jetzt warte ich natürlich auf den zweiten Mage. Den würde ich auch noch gerne haben. Natürlich kommt gleich wieder ein Feuerball, deswegen droppe ich den ein bisschen weiter rechts. Da kommt ein Freeze sogar, okay. Da kommt ein Freeze. Da friest er einfach rein, weil er keinen Feuerball hat. Keine Ahnung, er friest einfach nur. Er freest die Scheiße weg. Super Bahn hinterher. Da kommt gleich ein Feuerball. Ah, da ist der Feuerball. Eklig. Ah, ist doof. Die Hütte ist total nervig. Ein paar kleine Units noch rein und los geht's. Go, 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 go. So ein Ice Mage hinterher. Ah, der Ice Mage war jetzt useless. Egal. Elixiersammler. Jemand hatte mich auch gefragt von wegen, Lars, talkst du vielleicht viel LOL oder so, weil du die ganze Zeit diese Ausdrücke machst? Zurzeit nicht. Ich habe mal aktiv LOL gespielt, zurzeit spiele ich nicht mehr das Ganze. So. Drache gegen Drache ist immer gut. Bomb mal die Scheiße weg hier. Das hat den Feuerball raus. Sehr gut, jetzt kann ich meinen Magier droppen. Feuerball ist raus, Feuerball ist raus, Feuerball ist raus. Noch ein paar Barbaren hinterher und Go Damage. Damage, Damage, Damage. Damage, Damage. Da kommt der Pfeilhagel. Oh Gott, oh Gott. Wieso? Wieso so eine Scheiße hier schon wieder? Warum Freeze? Los, 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 los. Damage, 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 Damage. Oh, schon wieder ein Feuerball. Ist wie ein Unentschieden. Oh Gott, ich komme halt nicht durch wegen diesem fucking Feuerball. Egal, ist wie ein Unentschieden. Mist. Mist. Ah, ist Overtime ja noch. Haben wir auch noch die Overtime. Ganz vergessen, Entschuldigung. Es gibt ja noch eine Overtime. Habe ich gar nicht mehr dran gedacht, dass es noch eine Overtime gibt.
So. Dann kommt wieder AE rein, habe ich auch noch hier. Ich droppe mal noch einen zweiten Drachen, der ist hier anfällig gegen den ganzen Scheiß hier. Sehr schön, gleich kommt wieder der Feuerball. Ich droppe noch einen Mage rein. Noch ein paar kleine Kobolde. Go, 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 jetzt. Oh, wieder der Freeze. Freeze Mage. Los, 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 los. Meine Tower kaputt, meine Tower kaputt, meine Tower kaputt. Ein Schuss auf den Tower. Los, schieß. Verdammte Scheiß nochmal, yes. Gibt's doch gar nicht. Mann, der wollte halt nicht, ne? Der wollte halt nicht. Der hatte die Pfeile, der hatte den Feuerball. Der wollte einfach nicht, dass ich durchlümmel. Jetzt habe ich ihn durchgelümmelt, alles klar. 19 Pokale, verdient, sehr schön. Und wieder eine Silbertruhe. 4 von 10, 2274 Pokale, weiter geht's. Hui, sehr schön. Das ist wieder ein Level 8er. Oh, da weint er. Warum weint er denn? Warum weinst du denn? Oh, sei doch nicht so traurig, Mann. Sei doch nicht mehr so traurig. Ich habe voll die Scheißhand. Ich habe voll die Dreckshand. Das ist voll kacke, was ich hier für eine Hand habe. Das ist eine richtige beschissene Hand. Das gefällt mir nicht. Ich muss mal schnell Einheiten opfern, damit ich hier irgendwie was anderes bekomme. Vielleicht die Hütte kaputt machen. Kobold, der droppt da noch. Bob. Da ist alles weg. Da ist alles weg. Da ist alles weg. Was, ist das der gleiche von gerade eben? Nein, ist er nicht. Ein paar Barbar, alles klar. Mage, 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 Mage. So, die sind jetzt wieder an der Brücke gefangen, wo der Feuerball ist. Aber egal, passt. Jetzt sind sie durch. Da kommt auch. Die laufen rüber. Mach kaputt den Scheiß. Jetzt ein bisschen Damage drauf, wunderbar. Und tue ich jetzt wieder ein bisschen defensiv. Das soll auf jeden Fall in Ordnung sein. Okay, passt. Sehr, sehr schön an der Stelle hier. Sehr, sehr schön. Da kommt ein Schwein. Da kommt ein Schwein. Fick dich, Schwein. Lass meinen Tower in Ruhe. So, sehr schön. Diese Emotes nerven so extrem, wie gerade im Chat geschrieben. Ach nö. Finde die ganz cool. So. Er hat einen Freeze. Hat er einen Freeze gehabt? Hat er einen Freeze getroppt? Weiß ich gar nicht. Gar nicht drauf geachtet. Zumindest hat er ein Schwein. Also Schwein ist am Start. Da wird er sich bestimmt noch einen Tower mitholen. Das ist meistens so. Ich muss die alle mehr splitten. Ich muss aufpassen, dass alles nicht auf einen Fleck ist. Weil sonst wegen Feuerball und so. So, einen zweiten Packer noch hinterher. Und ein Drache von links. Und ein Freeze. Mage, jetzt hat er nichts mehr AOE-mäßig. Jetzt soll es auf jeden Fall durchgehen. Jetzt geht's los. Jetzt geht's los, Jungs. Jetzt kommt der AOE-Damage. Pass mal auf. Pass mal auf. Jetzt geht's los. Tower ist down, Nummer 1. Sehr schön. Sehr schön. Tower ist weg. Jetzt muss ich nur noch verteidigen. Da kommt er nämlich. Der junge Freund. Hat er einen Freeze? Och, fuck mal, live, er schafft's halt noch. Denk einfach noch von links an. Schicken die nochmal kurz hier in die Richtung. Schicken noch einen Magier hinterher. Die Links sollten verteidigt sein. Ich hätte jetzt gerne noch einen Drache, da kommt der Drache, wunderbar. Oh. So, okay. Alles klar. Alles klar. Da kommt das Schwein. Schwein ist down. Links laufen sie durch. Reicht das? Noch ein Drache hinterher, der ist ziemlich schnell, ein Drache. Go, 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 go. Drache, 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 Drache. Oh nein. Drache, mach kaputt den Scheiß. Alles klar. Mach kaputt. Mach kaputt den Tower. Mach kaputt. Jawoll! Sehr, sehr geil. Mit dem 2-1 gehen wir raus. Er hat so viel Glück gehabt am Ende noch mit den Drachen. Trotzdem gewinnen wir die Scheiße. So gefällt mir das. Und eine goldene Truhe und 31 Pokale. Und auf 2300. Lasst euch das mal auf der Zunge zergehen. 2300. Alter Schwede. Übrigens nebenbei. Sorry, ich bin total fällig.
Also ich bin heute total müde. Also dass heute nicht so viele Emotionen im Video sind, dann tut's mir leid, aber mehr geht gerade nicht. Ich starte die Kiste schon mal hier, weil ich gleich pennen gehe. Ohne Scheiß. Ich gleich pennen. Deswegen starte ich schon eine 8-Stunden-Kiste, weil ich fertig bin. Noch 4 Kronen gönnen wir uns. Das passt auf jeden Fall. Weiter geht's. Alter, wie ich einfach mal jedes Game gerade gewinne. Wie ich jedes Game einfach gewinne. Das bin ich gerade klarmäßig. Platz 5 noch. Okay. Die sind allgemein alle bei uns ziemlich hoch mit den Pokalen. Also scheinbar seit dem Update ist es einfacher nach oben zu kommen von den Pokalen her. Kommt mir so vor. Kommt mir so vor. Wir sehen keine Xbox mehr. Warum? Die wurden tot gepatcht. Und wir sehen keine Prinzen mehr. Prinzen weg. Xbox weg. Cool. Sehr gut. Alles wurde entfernt. Oh, mein Elixiersammler zum Anfang. Sehr gut. Finde ich gut. Elixiersammler zum Anfang ist geil. Level 8er hier. Ich sehe nicht mal dasselbe von dem Elixiersammler, weil die Pokale davor sind. Mann. Scheiße. Sehe ich nicht. Sehr, sehr geile Schlagsahne hier an der Stelle. Oh Gott. Oh Gott. Okay, so ein Deck. Muss ich mir auch mal bauen. Muss ich mir auch mal bauen. So ein Minenwerfer-Deck. Richtig krass, das Ding. Und finde ich auch ziemlich cool, so ein Minenwerfer. Muss ich mir mal bauen. Muss ich mir auf jeden Fall mal bauen. Fireball. So, zweiter Elixier damit droppen. Ich muss den Drachen auf jeden Fall aufbewahren, wenn der Minenwerfer immer kommt. Da ist er wieder. Sehr schön. Also mein Tower, wie down er hat schon gegangen. Das ist nicht krass. Richtig krass an der Stelle. Ich komme mit ein paar Barbaren hinterher. Und mit einem Freeze Mate, obwohl der fast down ist, hat sich gar nicht gelohnt. Normaler Mage hinterher. Da kommt die Kanone. Alles klar. Wird der Mage natürlich alles kaputt machen. Okay. Alles noch im Rahmen. Alles noch im Rahmen. So, jetzt kommt mein Packer-Freund. Jetzt kommen wir mit dem Packer. Ich will gerne noch einen Drachen, obwohl den Drachen muss ich natürlich wieder aufbewahren. Ich habe keine AOE-Damage, das gefällt mir gar nicht. Ich habe gerade nichts AOE-mäßig. Den kann der Packer nicht durchlaufen. Ja, es lohnt sich nicht. Der ist gleich down. Wir droppen hier auf jeden Fall einen Barbar nicht, sondern hier den Kollegen. Den Elixiersammler können wir wieder droppen. Unseren Mage müssen wir aufbewahren. Boah, ich bekomme gerade das Ding gar nicht unter Kontrolle hier. Ich werde gerade gebumst von seinem Deck. Ich werde eiskalt gebumst. Okay, mein Tower lebt noch. Sehr schön. Mein Tower ist noch am Leben. Oh Gott, da kommt der Nächste. Was? Oh shit. Oh, mein Tower ist down. Doch nicht, er lebt noch. Cool. Wo ist mein Packer hin? Der ist instant tot. Mein Packer war gerade instant tot. Wo war mein Packer instant tot? Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott, nein. Alter, ist die Kanone stark. Beziehungsweise der Minenwerfer. Alter Schwede. Ich habe nicht einmal geschafft, meinen Packer hinzuballern und dahinter zwei Mages zu bekommen oder allgemein Mage. Ich war jedes Mal total unter Druck. Alles klar. Boah, das ist ein krasses Deck. Das ist ein cooles Deck. So was muss ich mir auch mal bauen. Was hat der denn hier am Start? Da muss ich mal kurz nachgucken. Achterkanone, Achter... ja gut, Achtertruppen ist schon natürlich auch krass, ne? Alter, Achtertruppen, willst du mich verarschen? Gnadenlos. Sind das die gleichen wie bei Kok? Alles klar, läuft bei denen. Gnadenlos, ja. Achter, Alter, das ist ein Deck, was man sich mal merken muss. Kanone... Dann haben wir hier natürlich den Minenwerfer am Start. Ein Drache habe ich Level 3, habe ich ja auch. Barbaren hier Level 8er, alles Klärchen. 5er Mage, ich habe einen 6er, haha. 5er hier, 8er. Der hatte schon auf jeden Fall höhere Truppen, logisch. Aber das ist ein cooles Deck. Das muss man sich überlegen. Wie gesagt, ich will mir ja so ein Minenwerfer-Deck bauen. Das müssen wir uns mal anschauen in den nächsten Tagen. Das sieht interessant aus. Das sieht interessant aus. So, ein 8er wieder. Ein Franzose. Instant Win. Entschuldigung, doch, Franzose ist instant. Ist immer Win. Also. Weißt du, habt ihr schon mal gegen Franzosen verloren? Also ich nicht. Keine Ahnung, Franzosen sind halt. Sind halt Franzosen. Meistens gewinnst du da. Sind halt die Franzosen. Was willst du halt da noch zu viel sagen zu den Franzosen? Er hat einen Bomber dabei. Ein Bomber.
Selten Bomber gesehen. Wo ist ein Bomber? Bomber. Lol. Raffel, Kartoffel. Alles klar. Franzose trotzdem instant win. Ja, ist trotzdem win. Ist Franzose. Fuck, Alter. So, jetzt wird der Franzose weggebumst. Jetzt gibt's den Franzosenschiss ins Gesicht. Den Franzosenbums. So, Franzose. Jetzt bist du dran. Franzose, nimm das. Überlebt leider. Ist aber okay. Alles klar. So, Exisamler hat überlebt. Los geht's. Jetzt kommt der Damage-Faktor ins Gesicht. Go, go, Power Ranger. Sagen wir mal. Sache instant down. Fucken Bomber. Oh Gottes Willen, ich werde gebumst. Ich verliere. Krieg den Tower nicht. Warum haben die alle so krasse Einheiten? Fick dich. Spiel. Los. Jungs, jetzt. Was packt ihr? Ja, Tower, nein. Yes! Das war total lucky. Das war mehr Luck als Skill. Nein! Bam, bam, bam. Oh Gott. Jo, wie viel Schaden der Prinz macht. So, haben wir noch. Gecountert. Das gewinne ich noch. Eine Frage der Zeit. Das gewinne ich. Ich brauche was zum Tanken, verdammte Scheiße. Komm, Packer, sehr gut, zum Tanken. Ich brauche Damage. Oh, Packer instant tot. Ich brauche Pfeilhagel. Pfeile, go. Oh shit, ich brauche einen Drachen. Da kommt, oh Gott, ich brauche Barbaren. Oh Gott, nein, mein Tower, ich brauche Barbaren. Der Tower aus RIP. RIP Tower, GG. Nein! Egal, ich hab verloren. Das war keine geile Schlagsahne. Geh doch weg, du Franzose! So, jetzt hab ich sie gegeben. Ich hab jetzt gegen Franzosen. So, was haben wir denn hier? Ich mal kurz abchecken, was der für ein Deck hatte. Vierer Epics, alles klar. Achter Karten. Okay. Das Niveau steigt von den Karten auf jeden Fall. Es steigt. Wir hatten, glaube ich, gerade ziemlich viel Luck. Ich glaube sogar sehr viel Luck, dass wir gerade nicht gegen so krasse Boys gespielt haben. Wieder ein Achter. Lass mich raten, 12er Karten. Jetzt gib mir die 12er Karten. Gibt es 12er schon? Gibt es so 12er Karten? Egal. Wir haben 3 zu 2, das passt. Jetzt setze ich links den Elixier-Sammler. Ne, rechts. Obwohl, wenn ich den da setze, verliere ich immer. Lass mein Tower in Ruhe, Mann. Valkyrie. Eine Valkyrie. Oha. Ein Valkyren-Baby. Double Prinz. Warum schießen die? Okay. Nein, lass mein Freeze Mage in Ruhe. Sehr schön. Aua. Ich bin gerade wieder nur am Überleben. Mehr geht nicht. Ich versuche nur zu überleben. Weil ich nur auf den Sack bekomme schon wieder. Mann. Das ist ja unfassbar. Hätte ich mir wieder sparen können, die Kobolde. Die hätte ich mir sparen können. So, was macht der Freund denn jetzt?
Ein Riesenskelett. Na toll. Na toll. Einfach mal wieder alles weggecountert wegen dem Riesenskelett. Okay, passt noch. Sieht noch gut aus. Da kommt ein Princey Boy. Ein dunkler Princey Boy. Jetzt ein bisschen Damage drauf. Jawohl, Jungs. Jungs und Mädels, räumt da oben links auf. Alles Gleiche. Da gibt es einen Tower. Da gibt es einen Tower zum Frühstück. Einmal bitte zum Mitnehmen. Ein Tower zum Mitnehmen. Alles klar. Hat er mir gut eingepackt, den Tower. Sehr schön. Dankeschön für den Tower. Sehr, sehr geil. So, Match kaputt machen, bitte. Oder auch nicht. Okay, da kommt ein Packer zur Verteidigung. Jetzt will er es voll wissen. Jetzt will er es wissen. Jetzt will er es wissen. Hier. Eismagier. Auch noch. Jetzt will er es wissen. Ich verteidige mir die Scheiße einfach durch. Kein Problem. Hier, Pfeilhagel drauf. Und hier ein paar Kobolde. Gesnackt, Junge. Gesnackt. Da kommt wieder der Scheiß. Ich habe gehört, ich habe noch ein paar Barbaren am Start. Sehr geil. Da sind die Barbaren. Das wird ein eiskalter Win. Was willst du machen, mein Freund? Da kommt die Valkyrie, hast du keine Chance mehr. Ich slow die noch des Todes. Ich slow alles tot. So, Druck geslowt. Sehr, sehr geil. Schöner Win hier. 2800 Pokale weggesnackt. Das gefällt mir, aber nur eine Krone. Leute, ich dachte, ich wollte schnell ein Video machen und kurz eben alle Kronen gönnen hier. Jetzt sind wir erst bei 8. Müssen immer noch gewinnen. Mann! Weitermachen. 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 Wir müssen weitermachen, Leute. Ich weiß gar nicht, wie lange das Video jetzt wieder ist. Bestimmt trotzdem wieder eine halbe Stunde, obwohl ich nur kurz halten wollte. Kann ja passieren. Der Dado mit 2253 ist hier am Start. Wunderbar. Sehr gut. Oh, ein Ritter. Ein Ritterlein. Den habe ich schon lange nicht mehr gesehen, den Ritterlein. Oh, den Packer wieder genau neben den Elixier, weil gesagt, so schlecht von mir. Wenn jetzt. Oh, siehst du? Es war wieder so schlecht von mir. Warte. Backpfeife gegeben. Ich habe mir gerade selber eine Backpfeife gegeben, weil ich so kacke bin. Oh, da kommt ein Loon, okay. Kommt ein Prinz. Der sollte. Okay, der hält eigentlich noch viel aus. Ich schicke noch ein paar Barbaren vor. Für die Mages. Na gut, vor war jetzt was anderes gewesen. Mach kaputt den Scheiß. Go, 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 go. Damage, damage. Er nix mehr, er nix mehr. Natürlich gehen sie wieder auf mein Mage zuvor. Als erstes, ne? So hier ein paar. Hier, komm, hier. Lümmelt den Tower down. Lümmelt ihn down. Ja, fast. Fast ist er down. Meine 7er Barbaren haben gezeigt, was sie können. Und zwar nicht viel. Egal. Tower sieht gut aus. 471 zu 1564. Ist okay, Leute. Ist okay. Alles im Rahmen. Alles im Rahmen. Ja, kommt ein Drachi. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Sehr gut. Das war gut an der Stelle. Das war gut. Das war sogar sehr gut, dass es noch so passiert ist. Sehr schön. So. Jetzt haben wir freie Bahn mit Marzipan. Freie Bahn mit Marzipan. Von einem zweiten Mage. So, und rein da, Jungs. Jetzt geht's los. Go, go, go. Go, go, Power Ranger. Ein Drache. Komm, ein zweiter Packer. Ist mir scheißegal, ein zweiter Packer. Und ein Drache. So, go, go, go. Rein da. Jawoll. Gegönnt den Tower. Sehr geil. Fällt ein Haupttower? Ja gut, Overtime gibt es jetzt nicht mehr. Fuck. Ich hätte vielleicht sogar das Hauptgebäude bekommen, das wären dann 3 Kronen. Aber leider nicht mehr. Wir gehen trotzdem mit einem 1-0 hier raus und gewinnen das nächste Game hier. Wir bekommen natürlich keine Kiste. Warum?
weil wir schon 4 wunderbare haben. So, eine Krone brauche ich noch. Eine wunderbare Krone. Meine Damen und Herren, noch eine Krone. Dann sind wir raus. Dann sind wir raus und haben es geschafft. Dann sind wir die besten Spieler der Welt. Nee, dann haben wir einen dicken. Einen dicken Lümmel in der Hose. So, eine Krone geht noch. Dann haben wir die Kronentruhe, 2x Free Chest und 4 andere. Fast so gut wie alle Truhen, die es gibt. Haben wir dann raus. Eine Tesla. Kommt jetzt ein X-Bow oder was? Was kommt denn jetzt? Keine Ahnung, was jetzt kommt. Irgendwas kommt jetzt. Tesla wurde doch genervt. Guck mal, wie schnell die Energie von der Tesla wegläuft. Richtig krass. Das geht fix. Tesla genervt. Ich bin gespannt, was die noch so kann. Ekliger Giftzauber. Richtig eklig. Trotzdem, der Tower frisst ganz schön viel. Ja, doch, Tower ist weg. War das so geplant von ihm? War das so geplant? Mal ohne Scheiß. Was war das denn jetzt? Was war das denn jetzt hier? Guck mal, wie wenig die Tesla halt macht. Guck mal, der Ice Mage gewinnt gegen die Tesla. RIP Tesla. Oh Gott. Boah, ich hatte gerade einen Lag, glaube ich. Das sieht so aus. RIP Tesla. Und RIP den anderen Scheiß. Guck mal hier, der Golem wird zerbumst. Der wird zerbumst. So, mach kaputt den Scheiß. Wunderbar. Sehr schön gedefft hier an der Stelle. Oh, kommen die Skelette. Kommen die Skelette und lassen die Tesla hier überleben. Egal. Das sieht gut aus, Leute. Das, wir werden jetzt eh nur verteidigen. Wir setzen das Ganze auch hier hin, Elixiersammler. Warum? Weil dann der Kollege drauf geht. Namens Golem, der geht jetzt hier nämlich in der Mitte, deswegen packen wir den da hin. Sehr gut. Kommen jetzt hier unser Packer hin, zur Verteidigung. Das sollte passen. Der Golem sollte normalerweise auf das Elixier gehen. So, Double Mage. Ein Drachen hier für die Tesla. Siehst du? Geht da drauf, wunderbar. Sehr, sehr gut mitgedacht, Lars. Da kommt der nächste. Wir setzen wieder ein Mage. Ja, das sieht gut aus. Das sollte auf jeden Fall jetzt ein 1-0 werden hier an der Stelle. Da bringt der Golem nicht viel. Da bringt der Golem nicht viel. 2 Musketiere ist auch hier scheißegal. Sehr gut. Sehr, sehr geil. Das Deck läuft also noch. Und der Freeze Mage mit 5% mehr Damage gefällt mir richtig gut. Genauso, dass wir keinen einzigen X-Bow-Typ mehr gesehen haben. Ich wollte gerade sagen X-Bow-Assi, aber so nennen wir ihn. Ich habe es auch schon mal getestet. X-Bow ist ein interessantes Deck. Warum ist er so? Was? Nein. Freu dich doch mal. Sei doch mal glücklich. Wir gehen raus hier mit einer weiteren Krone und können die Kronentruhe öffnen. Komm, Leute. Wir brauchen eine Prinzessin. Wie wär's denn mit Arena 7 Legendary Prinzessin? Drück mal die Daumen jetzt kurz im Video. Gar kein Problem. Einfach mal Daumen drücken, dann läuft das schon. Kurz eben snacken hier. Kronentruhe. Gold, ja, ist okay. Juwelen, jetzt, komm. Bitte die Prinzessin. Ich möchte gerne jetzt die Prinzessin haben. Jetzt sofort. Dankeschön, liebes Spiel. Baban. Königsriese gehört halt immer dazu. Bei uns, wenn wir es öffnen. Skelette ist okay. Und jetzt. Jetzt muss die Prinzessin kommen. Legendary Nummer 2. Oder der Freeze, Eismagier auf Level 2. Ist mir scheißegal. Jetzt ein Legendary. Bitte. Schade. Egal, gibt es eine Barbarenhütte dreimal auf dem Deckel. Wunderbar. Ja, Leute, 2326 ist das mein höchstes Pokal. Genau, 2326, das ist ganz cool. Über 2300 Pokale. Man merkt es selber. Man merkt es selber, man kommt etwas leichter hoch. Mein Deck ist noch okay, aber muss überarbeitet werden. Der Packer ist so eine Sache. Er ist ziemlich stark, wenn er durchkommt, aber er kann durch kleine Truppen sehr, sehr schnell weggebumst werden. Durch die beiden Mages. Ich sag mal, so ein Feuerball ist natürlich ein Anti-Counter gegen den Packer plus 2 Mages. Hinterher ist der Feuerball richtig böse. Genauso wie die Rocket und so ein Scheiß alle. Die Riesenrakete. Wir müssen gucken. Ich werde eure Deckvorschläge natürlich mir nochmal alle anschauen. Das Wochenende habe ich jetzt ein langes Wochenende. Da kann man auf jeden Fall so ein paar Decks durchtesten. Und dann wird es in den nächsten Tagen auf jeden Fall Opening geben von ganz vielen geilen Kisten. Turnier, wie gesagt, wird sich noch ein paar Wochen, beziehungsweise eine Woche mindestens nach hinten verschieben. Plus, was gibt es noch hier? Ja, die neuen Decks. Die Decks von euch werde ich natürlich durchtesten. Ich bin gespannt, wie ich mit den Pokalen komme. Weil das sieht doch alles schon ziemlich cool aus.
Man sieht es selber klar, wir haben jetzt hier Level Nummer 4 oder Rang 4 bei uns im Clan. Die sind alle schon alles ziemlich hoch hier auf 2483, unsere Boys. Das passt auf jeden Fall. Und ich würde sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, würde mich freuen. Seid ein Haufen super, dass ihr Boys reingehauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi.